Ein Mensch in Deutschland verbringt durchschnittlich über 900 Tage seines Lebens im Straßenverkehr. Genauer gesagt im Auto, das sind ca. 2,5 Jahre. Kein Wunder, dass es dabei immer wieder zu unfassbaren Augenblicken im Straßenverkehr kommt, von denen wir euch heute 10 unglaubliche Momente präsentieren werden. Mit dabei sind unfassbare Straftaten, ein emotionaler Moment, der euch den Atem rauben wird und ein paar, was eine Schnellstraße scheinbar für den idealen Ort hielt, um intim zu werden. Es wird also kurios und spannend, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und 3 der Momente in diesem Video sind übrigens in Deutschland passiert. Schreibt uns am Ende doch mal in die Kommentare, ob ihr herausfinden konntet, welche 3 das waren. Wir sind gespannt. Beginnen wir auf der Nummer 10 mit diesem Moment auf einer amerikanischen Kreuzung. Wie aus dem Nichts rast hier ein Flugzeug über die Straße. Aus einer anderen Perspektive filmte die Dashcam eines Polizeiautos die ganze Situation, die sich im Jahr 2019 im US-Bundesstaat Washington abgespielt hat. Ein Officer bemerkte dabei ein Kleinflugzeug, was sich in atemberaubender Geschwindigkeit einer Straße näherte. Als er das Auto wendete, sah er dann, wie das Flugzeug zu einer extrem holprigen Landung ansetzte und in den Gegenverkehr fuhr. Gerade noch rechtzeitig konnte der Pilot das Flugzeug in die richtige Spur lenken und kam dann vor einer Kreuzung zum Stehen. Der Pilot hatte notlanden müssen, da das Treibstoffsystem ausgefallen war. Nach der Landung zogen der Pilot und der Polizist die Maschine dann von der Strecke. Übrigens müssen Notlandungen auf öffentlichen Straßen nicht immer mit technischen Defekten zusammenhängen. Diese Familie filmte einen Amateurpiloten, der in Alabama notlandete. Was er dann tat und was übrigens auch der Grund für seine Landung war, hatte aber keiner erwartet. Den nächsten Punkt auf unserer Liste beginnen wir mit einer Quizfrage. Was passiert, wenn man einen Bugatti Chiron mit einer deutschen Autobahn kombiniert? Richtig, Höchstgeschwindigkeiten. Denn die deutschen Autobahnen sind bekanntlicherweise fast die einzigen Straßen der Welt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Und der Bugatti Chiron ist das schnellste serienmäßig produzierte Auto der Welt. Dies nutzte vor wenigen Monaten ein tschechischer Milliardär namens Radim Pasa für seine eigenen Zwecke aus. Auf seinem YouTube-Kanal postete er nämlich ein Video, wie er seinen Bugatti auf der A2 ausfuhr und dabei zu Höchstleistungen trieb. Dabei kam er auf eine Höchstgeschwindigkeit von 417 km/h. Die Aktion sorgte für einen Riesenaufschrei und sein Video ging schlagartig viral. Obwohl er streng genommen kein Tempolimit gebrochen hat, weil es auf der Strecke keins gab, ermittelt nun aber die Polizei gegen ihn wegen illegalen Straßenrennen. Denn auch Alleinfahrten können im Einzelfall als solche gewertet werden. Auf der Nummer 8 kommen wir zu einer echten Verfolgungsjagd mit einer erstaunlichen Wendung. Das Ganze ereignete sich im Jahr 2009 in San Diego, Kalifornien und passierte im Rahmen von Ermittlungen gegen einen Drogenring. Die Verfolgungsjagd begann, als ein Polizeiauto einen schwarzen SUV anhalten wollte, dieser aber einfach weiterfuhr. Nach ganzen 10 Minuten Verfolgungsjagd passierte dann aber etwas Unglaubliches. Die Kriminellen fingen auf einmal an, hunderte von Geldscheinen aus ihrem Autofenster zu werfen. Die Autofahrer auf dem Highway hielten daraufhin sofort an und Dutzende von Menschen sammelten sich hunderte von Dollar zusammen. Insgesamt hatte es mehrere tausend Dollar geregnet. Die Polizei konnte der Verfolgungsjagd übrigens nach 20 weiteren Minuten ein Ende setzen und fand weitere Tausende von Dollar. Als nächstes kommen wir zu einer unglaublichen Situation, die sich im Jahr 2006 ereignete. Im US-Bundesstaat Louisiana war damals nämlich ein verurteilter Mörder namens Richard Lee McNair aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ein Polizist scannte daraufhin im Rahmen einer Suchaktion die Umgebung, als ihm ein Jogger auffiel, den er anhielt. Tatsächlich handelte es sich bei dem Jogger wirklich um den geflohenen Richard McNair. Als der ahnungslose Polizist dann anfing, ihn zu befragen, bewies McNair aber sein Schauspieltalent. Er gab sich als ein Bauarbeiter aus, der nur für wenige Tage für ein Bauprojekt in der Stadt sei. Insgesamt unterhielt er sich so 10 Minuten mit dem Polizisten, gab währenddessen sogar 2 verschiedene Namen an und stellte sich völlig ahnungslos, als der Cop ihm erzählte, dass er gerade einen Gefängnisausbrecher suche. Aber seht selbst. What is, we got an escapee. Oh, shit. Where from? A prison. There's a prison here? Yeah.
Auf der Nummer 6 kommen wir zu einer kuriosen Begegnung in Thailand. Auf seinem Weg zur Arbeit bot sich einem Motorradfahrer nämlich auf einmal dieser Anblick. Mitten auf der Straße lag ein Elefant und schlief. Dem Mann blieb deshalb keine andere Möglichkeit, als zu warten, bis der Elefant nach 20 Minuten aufstand und ging. Tatsächlich legen sich Elefanten übrigens gerne auf Beton, um sich aufzuwärmen. Ach so, und wenn ein Elefant nicht schläft und man sich ihm mit dem Motorrad zu sehr nähert, kann es auch zu solchen Situationen kommen. Die Nummer 5 belegt ein Fall, der ironischer kaum sein könnte. Verantwortlich dafür war der amerikanische Politiker und Senator Andrew Brenners, der sich während eines Lockdowns letztes Jahr etwas Unglaubliches leistete. Er nahm nämlich an einem Meeting zu einem Gesetzesentwurf teil, während er Auto fuhr. Dazu hatte er seinen Hintergrund bei Zoom so geändert, dass es aussah, als säße er in seinem Arbeitszimmer, nur um dann durch seinen Anschnallgurt aufzufliegen. Die Ironie an der ganzen Sache war, dass es in dem Meeting unter anderem auch um Verkehrssicherheit und Ablenkungen im Straßenverkehr ging. Natürlich war der Shitstorm, den Brenner daraufhin abbekam, enorm, dennoch sitzt er weiterhin im Senat. Auf der Nummer 4 kommen wir zu dem wahrscheinlich emotionalsten und spektakulärsten Moment auf dieser Liste, den das Paar hinter dem Familienkanal The Campbell Cloud letztes Jahr durch Zufall auf Kamera festhielt. Als die schwangere Mutter der Familie, Erica, ihre Wehen bekam, fuhr ihr Mann Troy sie nämlich ins Krankenhaus und begann gleichzeitig die Fahrt zu filmen. Eigentlich wollte Troy nur einen Clip für einen Geburtsvlog filmen, doch das Ganze entwickelte sich zu einem dramatischen Geburtsvideo. Nach wenigen Minuten wurde nämlich immer deutlicher, dass Erica kurz vor der Entbindung war. Erst machte Troy Scherze, um die Situation aufzulockern und seine Frau bis zum Krankenhaus abzulenken. Doch nach wenigen Minuten war der Ernst der Situation klar. Also rief das Paar den Notruf an und fuhr rechts ran, da Erica jeden Moment ihr Kind bekommen konnte. Mit der Hilfe einer fremden Notrufmitarbeiterin am Telefon meisterten die beiden die Geburt ihres dritten Kindes dann am Straßenrand eines Freeways. Obwohl sie extrem nervös waren, behielten sie die Nerven und vor allem Erica bewies sich als eine wahre Heldin. Schließlich hielten sie ihre neugeborene Tochter im Arm und als diese dann zu schreien begann, war die Erleichterung gigantisch und die Eltern konnten ihr Glück kaum fassen. Is the baby crying? Wipe its mouth? Yes, thank God. Als nächstes kommen wir zu einem absoluten Fehlverhalten im Straßenverkehr. Als dieses Feuerwehrauto nämlich mit Sirenen zu einem Einsatz fuhr und sich einer roten Ampel näherte, fuhr das grüne Auto im Bild einfach nicht aus dem Weg, obwohl dies natürlich gesetzlich vorgeschrieben ist. Über eine halbe Minute versperrte das Auto die Bahn für die Feuerwehrmänner und Frauen, bis schließlich ein anderer Autofahrer den Ernst der Lage erkannte und über Rot fuhr, um Platz für die Feuerwehr zu machen. Auf der Nummer 2 kommen wir zu einem Paar aus Malaysia, das auf eine unglaubliche Idee kam. Mitten auf einer Schnellstraße hielten sie nämlich auf einmal an. Schon durch die Windschutzscheibe war erkennbar, dass sie möglicherweise leicht bekleidet sind. Im Anschluss stieg das Paar dann aus und schaute sich um, nur um sich dann am Straßenrand an ihr Auto gelehnt näher zu kommen. Nach wenigen Minuten bereits kam aber ein Auto und das Paar flüchtete in den Innenraum seines Wagens und fuhr davon. Zu guter Letzt kommen wir zu einer Aktion eines amerikanischen YouTubers namens Phidias, der übrigens auch schon mal ein MrBeast-Video gewonnen hat und dieses Jahr ein unglaubliches Experiment gewagt hat. Und zwar wollte er 20 verschiedene Länder bereisen, ohne einen Cent dafür auszugeben. Dazu nutzte er verschiedenste Möglichkeiten, wie zum Beispiel zu trampen, zu betteln, um sich Flugtickets zu kaufen und natürlich zu gehen. Eine Fortbewegungsmethode ging allerdings viel zu weit. Um eine Strecke von mehreren hundert Kilometern zurückzulegen, schlich sich Phidias nämlich in den Gepäckraum eines Flixbus-Busses und fuhr so unbemerkt inmitten der Gepäckstücke fremder Passagiere. Auch wenn Phidias ohne Strafe davonkam und schließlich in Deutschland ankam, ist das natürlich kein vorbildliches Verhalten. Und habt ihr herausgefunden, welche drei Momente in Deutschland stattgefunden haben? Wenn ja, schreibt uns das unbedingt mal in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut euch auch mal dieses Video von uns über 10 heftige Momente auf hoher See an. Und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.